Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Firstcast TV. Wir machen heute ein kleines Experiment. Wir sind im Fluss auf Zanderangeln. Es ist Winter. Und wir machen groß gegen klein. Ich fische einen großen Predator. Und Felix und Tobi, die beide dabei sind, machen was anderes. Was machst du? Ich fische den kleinen Predator. Also hier Predator gegen Predator. Ich liebe ja den kleinen. Du hast bewiesen, dass der große auch richtig gut Zander fängt. Jedoch bin ich noch gar nicht so oft in den Genuss gekommen, den großen zu fischen. Ja. Wir werden heute sehen, was besser zieht. Ja, mal gucken. Ich hatte es schon oft, aber das war natürlich im Sommer, dass man deutlich mehr Bisse dann auf die Großen bekommen hat, auch von den kleinen Fischen. Wir hatten eine Beißflaute mit den normalen Ködern. Das ist ja kein kleiner Köder. Ich habe darauf auch schon Meter Zander gefangen. Das ist für mich ein typischer Zander. Genau. Aber dann hatten wir einfach auf große Größer gewechselt und plötzlich ging das Beißen los. Und da es heute relativ schwer ist, ne? Ostwind, wissen wir alles schwer. Probieren wir mal was anderes. Dicke, richtig dicke Köder. Das ist ein 20 cm Köder, aber was daran besonders ist, der ist nicht nur ein 20 cm Köder, sondern der hat auch so einen krassen Durchmesser und so viel Volumen, dass er schon deutlich größer wirkt als ein schmaler, normaler Action Paddle. Also, der wird jetzt benutzt gegen den kleinen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wie das Ergebnis ausgeht. Vielleicht ist ja sogar so, dass keiner irgendwas fängt. Na, so wollen wir nicht so pessimistisch sein. Wir werden schon was fangen. Das denn, let's go. So I'm fishing a small one as well. I think I might change halfway, so it's gonna be a little bit more fair. But I believe in this small one now in the daytime at least. Then maybe in the night it's gonna change for a bigger one. But we'll see. It's gonna be exciting to see what works best. Ja, für die großen Köder mit 18 Gramm, die wiegen dann schon wissen was, nehme ich meine Nace One. Und zwar die 40 bis 70 Gramm Route. Absolute Lieblingsroute im Moment für große Köder. Kommt bald auf den Markt. Könnt euch drauf freuen. Es wird richtig, richtig geil. Ich liebe diese Route. Ultra straffer Blank. Extrem geile Bissübertragung. Macht richtig Spaß, die Dinger zu fischen. So, wir sind am ersten Spot. Ich würde sagen, Jungs, First Cast, viel Glück euch. Glück auf, soll ich schon sagen. Nee, nicht Glück auf. Lasst was rausholen. Let's go. Viel Glück. Glück. I guess three casts next. Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Auch wenn die Luft recht kalt ist, die Sonne scheint richtig schön und das gibt ein bisschen Energie. Und ich habe jetzt richtig Bock, ein paar Stunden zu angeln. Und vielleicht können wir euch ein paar schöne Zander präsentieren. Oh, das macht einen Spotwechsel. So geil aus, die Buhne hier. Schön mit dieser Rückströmung da, Kehrwasser. Da muss doch ein Zander drin stehen. Also, da steht hundertprozentig einer drin. Nur, ob die jetzt Lust haben zu fressen, ist die andere Frage. My prediction is that I'll get the first fish, because I think now in the daytime they want a little bit smaller lures. And therefore it's either me or Felix. But I must believe in myself. So I say myself. Ja, ihr habt gehört, Tobi ziemlich selbstsicher. Also er setzt schon mal auf die kleinen Köder, was schon mal gut ist, denn ich fische auch einen kleinen. Aber er meint, er würde den ersten fangen. Schauen wir einfach mal. Angeln ist letztendlich immer ein bisschen Glück. Wir sind alle am guten Spot. Von daher kann es bei jedem hier jederzeit sofort losgehen. Ja, das ist mein erster Fang heute. An den Augen erkennt man ganz genau, was das ist. Schöne Grüße gehen raus an Big L. Ne? Monkey Lure. Biggie, schreib mir eine Nachricht, wenn du ihn zurückhaben willst. Ich bewahre den für dich auf. Lustig, oder? Den schmeißen wir natürlich nicht zurück ins Wasser. Kein Catch and Release, sondern der kommt mit nach Hause und wird weggeschmissen. Weiter geht's. Die Fische haben gar keinen Bock. Wir haben alle noch nicht mal einen Biss. Naja, weiter geht's. Next Spot.
Ist alles fest? Ja. Ist der Motor wirklich fest? Ist fest. Sicher, ja? Not warm today. Hallo, ich kann mich noch gar nicht festhalten. Ja, für die große Presse war das. Wenn es nicht beißt, ne, muss man sich ja irgendwie anders beschäftigen. Dicker, einen Job hast du. Captain, du, mach mal locker. Oh, ist richtig schweinekalt heute. Oder, Flo? Bah. Ekelhaftiges. Ah, that looks nice, I think. Good luck, fuckers. Good luck, guys. Catch one now. Ja, wir haben jetzt bestimmt schon 20 Buhnen abgefischt. Oh, I had one. I'm not sure. Ohne irgendwas, ohne irgendeinen Biss. Und ich wollte gerade sagen, hier sieht es irgendwie geiler aus. Und Tobi hatte einen Biss, obwohl er gesagt hat, I'm not sure, dann hat er wahrscheinlich eher einen Schnurrschwimmer gehabt. Is it a new lure? No, right? It's a new one. So I'll check. Yeah, it was. Yeah, yeah, sure. Ja, 100%. Yes. Ja, Leute, da war der erste Biss. Oh, eine Bite. 100%. Ah, hier sind sie. Good, good, good. Good work. Well, not missing them, but... Ah, mal sehen, ob ich meine Bissspuren auch drauf habe. Ich habe natürlich einen großen Köder jetzt. Oh, guckt mal hier. Richtig reingeknallt hier. Sieht man, glaube ich, ganz gut. Ah, war auf jeden Fall Fisch. Ja, vielleicht werden sie jetzt ein bisschen aktiver, die Brüder. Ja, jetzt haben wir gerade eben den Platzwechsel gemacht und dann hatten die beiden gleich beim ersten Wurf einen Biss. Bei mir hat sich hier hinten noch nichts getan, aber das gibt ja schon mal Hoffnung, dass wir jetzt an den richtigen Stellen angeln. Jetzt volle Konzentration, schön den Grund abchicken und hoffentlich gleich einen Fisch verwerten hier. I think the fishing just will be better and better now. Now it's getting a little bit darker, not that much sun anymore. Oh, I had one. Another one, Dustin. Okay, Tobi hat zwei Fehlbisse gehabt jetzt. Ich ein, gerade Tobi wieder ein. Deswegen werde ich ihn jetzt fangen. Während Felix da hinten, glaube ich, mit einem Hänger kämpft. Der Arme. Der will auch nicht los. Puh. Look what he did with my lure. Really fucked it up. Abgerissen? Ja. Naja, gehört auch dazu. So, jetzt ist der erste Fisch bei mir eingestiegen. Oh, der ist aber richtig klein. Ah, ist ein kleiner Hecht. Er zählt nicht, ne? Ja, eigentlich sind wir ja zum Zanderangeln gekommen. Oh, ist ja quirlig. So, der hat einen richtig schönen Biss gegeben hier auf dem Predator in 5 Inch. Leider zählt er nicht für unser Groß- gegen Klein-Battle, da wir gezielt auf Zander angeln. Ja, ich habe mich entschneidert, auch wenn das jetzt irgendwie noch nicht so das Tagesziel war vom Fisch, von der Fischart und auch von der Größe her. Aber besser als nichts. Der Kleine darf natürlich gleich wieder zurück, aber hat einen richtig schönen Biss projiziert. Oh, voilà. Goodbye. Boah, der hat mir meinen Köder ganz schön zusammengewürfelt. Zamm! I think we move to the next. Die Zander haben nicht so richtig Bock heute. Scheiße. Move on, Tobi. First cast. First bite. Alter. Alter, have you seen it? It was on the hook. Ooh, no, it was crazy bite.
Fucking hell. Glück, Stinger out. Ja. Oh, jetzt habe ich einen krassen Biss gehabt, ey. Alter Schalter. Stinger war auch raus. Ey, Tobi, that was not a small fish. Too bad. War das ein Biss, ey. Eieiei. Crazy bite. It's annoying. It was such a good strike. Fuck, war das ein geiler Biss, ey. Das ärgert mich. So ein 80er Fisch jetzt tagsüber wäre geil gewesen. Ah, shit, ey. So, eigentlich sollte das ja nur eine Day-Session werden, aber so langsam verschwindet die Sonne und wir sind noch nicht so richtig zum Fisch gekommen. Ich muss jetzt mal die Brille wechseln, dass ich noch was sehe. Mal schauen, aber meistens sind die Abendstunden ja gerade auf Zander besonders erfolgreich. Ich hoffe, auch heute bei uns. Ja, wow, ich werfe in Hänger rein. Oh nein. Da hätte ich mir die Brille auch sparen können bei dem Zielwurf. Oh Mann, ey. Nee, keine Chance. Och Mann, ey. Gerade erst 9 Köder drauf gemacht. Das war jetzt nicht so zielführend. Das war jetzt gerade voll der Sonderschulmove. Hättest du mal den Haken Abreißer von Camo gehabt? Ja, der hätte mir jetzt tatsächlich geholfen, weil. Passiert, ey. Naja, schnell neu montieren und dann geht's weiter, auch wenn es immer nervig ist. Warte, ist der. Nein, ey. Jetzt wollte ich gerade. Ah, ich hab ihn. Es hat gerade Flo sofort die Kamera geschnappt, weil ich 2 Würfe nach meinem letzten Hänger, nach meinem letzten Abriss, gleich wieder einen Hänger hatte. Aber ich konnte ihn zum Glück lösen. Oh, wenn ich jetzt nochmal hätte montieren müssen, dann wäre, glaube ich, die Laune wirklich im Keller gewesen. Der Flo, der grinst so richtig hinter der Kamera. Freust du dich etwa, wenn ich einen Hänger habe? Passiert mal was hier. Ja, stimmt. Ein bisschen Action wenigstens. Da sind die Routen wenigstens mal kurz krumm. Ja, der Spot lief leider nicht. Obwohl ich gedacht hätte, hier kriegen wir jetzt einen, weil wir vorhin hier 2 Fische drauf hatten. Je später der Tag, desto besser wird's. Im Moment ist es tatsächlich so, dass die Zander nachts viel, viel, viel aktiver sind. Hoffentlich ist das heute auch so, weil wenn nicht, gehen wir als Schneider nach Hause. Ich nicht. Doch, du auch. Nein. Nein, Hecht zählt nicht. Doch, Hecht zählt. Und vor allem, weil er nicht mal maßig. Das ist egal. Oh, cold, 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 cold as ice. But I think here it looks good. Motor, bitte. Und Echolot andrücken, bitte. Und zackig, bitte. Alter Schalter, ey. Einmal mit Profis. Und dann hier, was soll das? Leck mich am Arschloch. Guck dir das doch mal an. Hopp, hau ab, Alter. Hier, wie oft soll ich dir das noch erklären? Ja, ich muss doch aus dem Weg, weil ich sonst wieder Ärger kriege, dass ich im Weg stehe. Ja, da hat er recht. Oh, ist das kalt, ey. Kiki. Oh shit. Eine Bite ist gone. Ist gone. So, jetzt ist mir hier im letzten Licht gerade noch ein Fisch eingestiegen. Kein allzu großer Zander. Aber der erste Zander des heutigen Tages. Das war echt eine schwere Geburt. Ja, noch nicht die Zielgröße. Aber vielleicht ist jetzt hier mit der Anfang gemacht und es geht jetzt richtig los. So, der Kollege darf gleich wieder zurück. Goodbye. So, Predator. 5 Inch, 10,04. Nachts immer eine Bank. Ja, Tobi hat auch ein Biss. Mal gucken.
I might had a bite. It was hard to see. I don't see anything new, but it kind of felt like that. But who knows, maybe they're getting active now. Felix just caught one and I bet we're gonna catch one more very soon. A lot of fish, you see? It's a lot of bait fish. Jetzt ist mir der nächste Fisch eingestiegen. In der ersten Absinkphase. Ich habe gerade den Bügel umgelegt. Kein ganz kleiner. Vielleicht kein Monster. Aber ja, der steht schon drin. Oh, not that big. But a very good fighter. Good. Ja, kein Monster, aber ich schätze mal vielleicht so 70 cm wird er schon haben. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Ich hole ihn mal raus. Da ist der Bursche, oh, das ist doch ein schöner Fisch. Ja, der hat auf jeden Fall 70 cm. Schön gebaut. Der hat einen richtig guten Fight abgeliefert. Wir messen ihn mal kurz. Und dann darf der Kollege auch gleich wieder zurück. Denkst du? Ja. Ah, ist doch nicht so lang. Na, was haben wir? 79 cm. 79? Entschuldigung, 69. Versprochen. Aber richtig schön gebaut. Der hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Der Kollege darf gleich wieder zurück. Oh, Fisch! Der, guter Fisch! Boah, ich hab's den Biss gesehen bei Dustin. So, Dustin, jetzt scheint's vielleicht loszugehen. Na, not huge. Ah, der ist gut. Boah, der ist gut. Das ist ein mindestens 75 plus Fisch. Geiler. Und guckt, keine Angst vor großen Ködern. Der hat ihn voll, aber auch wirklich voll weggezimmert. Also, oh, was ein Traumfisch. Er hängt wunderschön, so wie er hängen soll. Ja. Predator und ich denke so ein 78er Zander, denke ich. Ja, der ist auf jeden Fall richtig schön. Ein geiler Fisch, denke ich. Ja. Und, wie viel hat er? 78, gute 78, minimal drüber. Guck mal, das ist sogar so, ist er über 78. Ja. Squeeze ich ihn, ist er unter 78. Also von wegen, squeezen bringt immer was, beim Zander glaube ich eben nicht. Nicht so viel labern. Ein wunderschöner Fisch und der größere Fisch. Vielleicht fangen die größeren Köder die größeren Fische. Sehr, sehr gut, Dustin. Soll ich ihn lassen? Oh, ich konnte nicht mehr halten. Der wollte unbedingt weg. Ja, geiles Teil. So, da ist er. Mein Lieblings für große Zander, aber auch auf Hecht. Super Köder. Wisst ihr ja alle, Zander Pro im letzten Jahr, wisst ihr nicht alle, aber die, die Zander Pro geguckt haben, wissen, dass ich damit sehr, sehr gut Zander gefangen habe. Ja, geil. Jetzt geht's hoffentlich ein bisschen los. So, Leader checken nach so einem Fisch, alles gut. Weiter geht's. Next Spot, Tobi. Hopefully it's my turn soon. I'm going for the 80 plus. And we're gonna take it with the fish small on. Oh, is it good? Guter Fisch? Nee, glaube ich nicht. So, jetzt ist eben der nächste Fisch auf die kleinen Köder eingestiegen. Kein Monster, glaube ich, aber auch. Boah, der hat Power. So, und hier ist der nächste Bursche. Ja, was wird der haben? Vielleicht 60 cm. Ein Stück kleiner als mein vorheriger. Aber ist auch schön eingestiegen. Wieder auf den kleinen Köder. Predator C04. Boah, was ein schönes Tier. Der Kollege darf zurück. Ja, yeah, the small bait is delivering, but it's delivering smaller fish as well. Dustin's fish was so much nicer. So maybe the bigger, you catch more fish on smaller baits, but they are also smaller. We'll see, it's gonna be interesting to see what we find out in a few hours. It's coming, it's coming.
I just need to believe in the Lord. So, jetzt ist bei mir der nächste Fisch eingestiegen. Erster Fisch. Ja. It's okay. Ungefähr wieder gleiche Größe wie zuvor. Um die 60 cm, vielleicht etwas länger. Ah, der ist länger, glaube ich. Oh, der ist größer, der hat 70. Das ist auch, der Knoten sieht gut aus. Ja, ich hab ganz vergessen, bei meinem Knoten die Enden abzuschneiden. Willst du einen Kescher? Nee, alles gut. Oh. Schöner Fisch. Schöner Fisch, der ist nicht ganz so kräftig gebaut wie die letzten, aber dafür könnte das heute für mich der längste sein. Der hat 70. Dustin sagt, er hat 70. Wir messen ihn mal kurz. Ihr seht es wieder hier. C04. Hat wieder geliefert. Ich liebe diesen Köder, ja. Ich hoffe, dass er wieder lieferbar ist, wenn wir dieses Video hier rausbringen. Oh, hier, da ist der Köder. C04. Jetzt schauen wir mal, wie lang der Bursche ist. Liegt vorne an. Und hinten 72 cm. Für mich am heutigen Abend der längste Fisch mit 72 cm. Sehr schön, der Kollege darf gleich wieder zurück. Yes, sehr gut. Ich habe gerade eben den allerletzten C04 aus meinem eigenen Bestand aus der Tüte geholt. Hoffentlich bringt er einen Fisch. I'm joining Team Dustin and going for the bigger ones because I believe now when it's getting a little bit more dark, I think it's a better chance to catch a big one on a bigger lure. So I'm gonna try this Venom, see if that can help me to raise the to get the fish to bite. Okay, where did you cast, Felix? Straight to the shore. Okay. So, ich habe euch gerade eben noch gesagt, dass ich hoffe, dass der Fisch, dass der Köder einen Fisch bringt. Und keine 10 Sekunden später habe ich meinen ersten Wurf gemacht und habe direkt in die Steinpackung geworfen. Oh, das ist mir heute schon einige Male passiert. Keine Ahnung, was heute los ist mit mir. Oh nein, ey, keine Chance. Ja, das war mein letzter Predator in C04. Ich habe noch ein paar zerhämmerte in der Box, vielleicht kann ich irgendwie noch einen zusammenbasteln. Ey Felix, wir müssen morgen fit sein, du brauchst nicht mehr montieren, wir machen gleich Schluss hier. Auch wenn das Ergebnis nicht ganz aussagekräftig ist, aber man sieht schon die Frequenz. 4:1 war bis jetzt deutlich höher beim kleineren Köder, aber der größte Fisch kam auf den dicken. Mal gucken, 10 Minuten machen wir noch. Wenn da noch was geht, melden wir uns. Oh, es wird jetzt auch wieder windig und kalt. Ansonsten brechen wir gleich ab. Fisch! Ah, not huge, but I think nice fish. Ah, ich sehe ihn gar nicht. Ja, 65. Ja. Aber doch nicht so riesig, aber ein Punkt für den großen Fisch? I want a check. Big one? No, small one. Oh, what is that, what Toby? What is it? Oh, I lost it. It was a sander. Small sander. It worked with this one. The nice Venom. Ja, hier, Predator. Ein vorne. Der Stinger ist weg. Wo ist der Stinger? Oh, good one, good one. But this is a nice one. Yeah. Maybe the biggest one. So, yeah. Hurry up, Tobi. Actually quite big. 4-4. Tobi hatte gerade noch einen kleinen. Die verarzten wir ganz schnell. Und dann dürfen die zurück. Und dann machen wir eine Abmoderation, weil wir beenden das hier. Es regnet. Geile Fische. Ganz schnell noch messen. Look, it's 66 in the competition. Ein 66er. Meiner darf ganz schnell zurück. Wunderschöner Fisch. Schöner Abschluss. Ciao. Yours is a bit bigger, I think. Yes, I think it's good. You need a plier? No, I think it's fine, actually. Ah, guck hier, Venom, 18 cm. Kein Riesenköder, aber zählen wir jetzt auch mal zu den großen. No, it's 67. One cm. Ein Zentimeter größer nur als meiner, weil der so fett ist, denkt man natürlich, der ist größer. Bye, bye. Am Ende ist es 4-4 ausgegangen. Was man sagen kann, die größeren Fische oder der größte Fisch kam auf den großen Köder, aber ansonsten war es relativ ausgeglichen, right? It was equal. Yeah. So use whatever you want. Hope you liked it. See you next time. Ich kann ja Deutsch reden. You can say bye.
both of you. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hey, Dua. Hey, Dua. Hey, Dua. Ciao.